Willkommen wieder im Mein Gebiet 4. Genau, ja, wir haben in der letzten Folge hier die erste Hütte gebaut, genau hier am Mittelpunkt. Und wir haben bereits zwei Lifte, nämlich hier die obere Sektion ist die Gipfelbahn und hier die Funitel, das ist der Dorfexpress. Ja, und dann haben wir hier noch diese eine Raupengarage gebaut. Und hier werden wir heute das Kinderland bauen. Ihr seht, ich habe hier schon etwas gearbeitet am Terrain. Ich wollte da so ein bisschen machen, dass da mal so eine Schlucht nach hinten war. Und genau, hier mit den Pisten sehen wir, von hier hinten wird dann auch was kommen. Genau, was sage ich noch nicht so genau. Einfach kommt dann die Piste hier irgendwo nach vorne. Trennt sich dann hier durch zwei. Eine geht hier nach vorne, die andere geht hier in dieses Loch, wo unten dann ein kurzer Schlepplift beginnt. Für den machen wir hier mal kurz eine flache Trassierung. Machen hier mal kurz einen Boden für die Talstation. So. Tun kurz smoothen. Dann können wir auch hier schon mal grob die Piste runterziehen. Ja, die werden wir dann deutlich flacher machen oder machen müssen sogar. So, hier kommt die Talstation hin. Jetzt geht's. Es nervt mich, dass es immer noch nicht besser ist mit dem Anwählen von den verschiedenen Modi. Ja, ist die Wertzahl so. Dass es immer noch, ja, manchmal nicht nimmt und so. Ist etwas blöd. So, gehen dann hier nochmal drüber. Diesem Smooth. Vorher haben wir mit dem Smooth Plus Plus grob gemacht. Jetzt machen wir es hier fein. Und, ja, die Frage ist jetzt dann gleich, was für ein Schlepplift nehmen wir denn? Ja, und was für ein Namen? Ich würde mal sagen, kurzer, oh, ich Caps Lock drin, kurzer, jetzt die Frage, wie nennen wir ihn, ja, wenn ich so hier hinschaue, dann Schluchtlift oder so, nee, das passt irgendwie nicht, gut, ich habe jetzt einen Namen, nämlich nennen wir ihn Schäfchenlift, und so, jetzt schauen wir mal. Wir haben hier aktuell nur diese und die da hinten das Förderband werden wir dann auch benutzen. Ich würde fast sagen, da passt der am besten. Jetzt noch die Frage, welche Seite ich denke, hier passt der etwas besser. Und hier ist ja das ganze Kinderland. Setzen mal kurz die Bergstation. Ist ja nur ein ganz kurzer Lift. Setz die mal etwa hier. Dann Talstation machen wir da. Genau. Ja, so ist das schon ganz gut, finde ich. Förderleistung darf nicht zu extrem kurz sein. Hier machen wir an der Bergstation eine Stütze. Wir natürlich kleiner machen müssen. Und ich schaue noch, wie ich es machen werde. Ich möchte hier am liebsten Kurzbügel. Aktuell gibt es ja den Ropeway Customizer noch nicht. Deshalb werden wir das noch über Safe machen müssen. Oder wir warten einfach ab, bis er dann kommt. Damit kann man ja verschiedene Stützen oder andere Betriebsmittel auswählen. Und man kann ja auch Teile an der Station selber entfernen. Ja, das ist wirklich ein cooler Mod. Genau, ich habe den nie vorgestellt auf meinem Kanal. Glunky hat da ein gutes Review. Genau. Genau, Friend. Und dann möchte ich hier noch ein Förderband. Oder Zauberteppich, wie er es nennt. Ich denke, wir sagen dem vorerst einfach
Kinderland. Genau, da gibt es ja dieses hier, da müssen wir nicht mehr mit Objekten arbeiten. Auch wenn ich nicht sicher bin, ob wir dann noch irgendwo zusätzlich ein Objekt, das vom AMT-Pack nehmen. Aber aktuell gibt es ja das in Season 2 noch gar nicht. Ich mache das mal etwas hoch, denn ich möchte nicht, dass das gleich lang wie der Schlepplift nebenan ist. Oh. So. Hier eine kleine Fläche. Und dann machen wir hier auch noch ein bisschen eine Fläche, damit wir hier dann gleich eine schöne Einfahrt hinkriegen. Ich hoffe, ich kriege die Talstation da noch raus. Ja, natürlich nicht. Ach so. Ah ja. Auf den falschen Lift ausgewählt. Dümmer geht's nicht. So, ja, ich denke, so passt das ungefähr. Jetzt gehe ich wieder auf Finish. Dabei müssen wir ja stützend sitzen. Das sind einfach so kleine Rollen, die wir auf der Strecke platzieren können. Hier wurde das Seil zu einem Förderband verändert. Ja, was etwas blöd ist, dass man die Stützen nicht sieht, die bereits platzierten. Ja, das ist nicht besonders einfach zum Bauen so. Oh. Geh mal kurz auf Finish, dann können wir hier den Boden etwas anheben. So. Können wir hier dann besser noch eine Stütze setzen. Falls es uns dies auch zulässt. Okay, so, nehmen das wieder. Ja, ich weiß, Kinderland ist jetzt nicht gerade der allerbeste Name, aber das ist auch nur vorerst so. Ja, ist etwas steil. Ja, wir lassen es mal so. Ja, ja. Wobei ich werde, glaube ich, nach dem Video nochmal etwas daran arbeiten. Und hier werden wir jetzt auch noch ein kleines Ding aufbauen. Das heißt so... Ich weiß gerade nicht, wie es heißt in dem Moment. Das können wir ja aktuell gar noch nicht. Ich schau mal. Auf jeden Fall, für heute wäre es das gewesen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann zeigt das doch gerne mit einem Daumen nach oben. Und ja, dann... Ja, ein Abo würde mich auch echt freuen. Dann, ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal und ciao.